Hallo und herzlich willkommen zur Wochenshow Nummer 8. Das ist die Zahl, die so aussieht oder so viele Finger. Ja? Wer zählt noch mit? So, also Wochenshow Nummer 8. Ja, es hat wieder ein bisschen länger gedauert, bis es noch eine Wochenshow gab. Aber naja, gut, also 2 Wochen Show, ne? Also da war ein bisschen Barcamp und danach musste ich auch nochmal wieder was arbeiten. Vor dem Barcamp hatte ich einen Verwandtenbesuch und eine Beerdigung und solche Dinge. Und das hat mich alles ein kleines bisschen hinterhergeworfen. Jetzt musste ich auch noch meine ganzen Fotos von Flickr umziehen. Zu 7load übrigens. Habe ich mal probiert, die ganzen ZIP-Dateien hochgeschmissen, hat einigermaßen funktioniert. Man darf nur nicht mehr als 100 Files in eine ZIP-Datei tun. Das habe ich in einem Fall gemacht und hat ein bisschen zu Verdauungsproblemen geführt bei 7load. Aber das steht ja dann auch dran. Habe ich also hingekriegt. Was war noch? Barcamp. Barcamp. Ja, Barcamp Hamburg war prima. Mir haben andere Barcamps zum Teil ein bisschen besser gefallen. Es war in der Tat, manche haben gesagt Gründercamp, es war eine sehr hohe Gründerfrequenz. Auf der anderen Seite dürfen sich Leute auch nicht beschweren, wenn Leute ihren Firmennamen sozusagen als Präsentationsthema reinschreiben und dann, wenn man dann da hingeht, dann kriegt man natürlich was erzählt, wie toll die Firma ist, beziehungsweise wie toll der Service ist. Also, ja, ich bin da in der Regel gar nicht hingegangen. Das Einzige, wo Firmennamen dran stehen, wo ich hingegangen war, war bei Frostablog und Saftblog. Und das war eigentlich ganz interessant, was man da so alles erfahren konnte. Das war auch die einzige Session, die ich live geblockt habe. Ich war etwas schlapp. Einerseits war es recht warm, und so weiter. Aber ja, vielleicht so die zentralen Anregungen zum Barcamp. Erstens fände ich es wirklich super, wenn man, wie es bei den amerikanischen, englischen Barcamps offenbar üblich ist, an dem Barcamp-Ort selber auch übernachten kann. Also, falls man sowas hinkriegen würde in Köln, das wäre ganz prima. Und bei dem einen oder anderen Barcamp, was ich jetzt mitorganisiere, nämlich Stuttgart, Barcamp Stuttgart, und wir denken über ein Barcamp Bodensee nach, das ist aber noch nicht so ganz final. Da werde ich auch schauen, ob wir vielleicht sowas hinkriegen, dass man da zusammen übernachten kann. Und das andere ist bitte, bitte, bitte auch die Verpflegung am Barcamp-Ort. Also wenn man den Unterschied betrachtet zwischen Frankfurt, wo man wirklich mitten in der Pampa war und eigentlich also bei Cisco da in so einem Industriegebiet und wirklich nicht vor die Tür musste, um sich zu verpflegen, da kommen dann doch beim Essen und so intensivere Gespräche zustande, als wenn man wie in Berlin zum Beispiel immer erst irgendwo was zu essen suchen musste, sich nicht auskannte, dann den Weg wieder zurück und so weiter und so fort. Also bei diesen Wegen kann man sich natürlich auch mit den Leuten unterhalten, aber es ist halt nicht ganz so kommunikativ wie in Frankfurt, wo man sagt, konnte, ah, irgendwie mit dem einen wollte ich noch reden, wo sitzt denn der? Ja? Und wenn sich sozusagen alles zerstreut zum Mittagessen, dann ist der eine halt, den man sprechen will, halt im Zweifelsfall gar nicht da. Also wie gesagt, schlafen vor Ort, essen vor Ort fände ich ganz gut. Es heißt Camp, ja, es heißt nicht irgendwie das Barcamp rein raus Spiel. Ja, was noch? Ich glaube, dass das 3-2-1-Block sich ganz schön stabilisiert, habe ich schon erzählt. Dann denke ich gerade zusammen mit Andreas Titus noch über ein anderes Blockkonzept nach. Das ist noch nicht ganz spruchreif. Das heißt, da muss ich noch die Domain reservieren. Vorher erzähle ich nichts. Was haben wir denn noch? Ja, also ja, aktuell eben diese Flickr-Geschichte. Also mein Pro-Account läuft irgendwie heute aus und darum habe ich meine ganzen Fotos erstmal abgezogen. Ich hatte eh überlegt, den Pro-Account nicht weiter zu verlängern, weil ich Flickr nicht mehr so intensiv nutze, weil ich überhaupt nicht mehr so höllisch viel fotografiere, schlicht und einfach, weil ich es scheue, noch eine Kamera rumzuschleppen und weil meine Trio-Kamera ziemlich mies ist, wie ihr meinen Blog ja immer seht. Aber im Prinzip reicht mir die Trio-Kamera, um einfach mal irgendwas zu dokumentieren, was irgendwo passiert. Ja, dann gestern war ich wieder Rasenmähen, heute wird wieder gegrillt. Mit sozusagen neu vor Ort gefundener Verwandtschaft. Interessanterweise ist eine Verwandte von mir sozusagen 5 Kilometer von mir hierher teleportiert. Die wohnt da seit 9 Jahren und ich wusste es nicht und habe das jetzt sozusagen erst im Zusammenhang mit dem Verwandtenbesuch und der Beerdigung mitgekriegt. Die treffen wir heute. Das Wetter sieht gut aus. Sieht sehr gut aus hier. Darf ich euch mal das Wetter zeigen? Ja, da,
gutes Wetter. Ja? So, kann man natürlich nicht sehen jetzt, aber ist gutes Wetter. Jetzt ist irgendwie die Kamera verstellt. Naja, gut. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, also im Zusammenhang mit Edical und Yahoo und solchen Dingen gibt es heiße moralische Diskussionen, die unter anderem auch den Benzinverbrauch von Autos von A-Bloggern betreffen. Im Prinzip ist das alles relativ affig, aber was mich da stört, ist also erstens, ich meine, welche Partei kann man wählen? Wem kann man bedingungslos irgendwie sagen, alles, was der macht, ist prima? Wenn man das sozusagen als Kriterium dafür nimmt, ob man für eine Firma wirbt, dann müsste die Firma einem alle Bücher, alle Kommunikationen öffnen, bloß weil man irgendwie einen Huni im Monat oder sonst irgendwas von denen kriegt. Man kann das weder als Kriterium nehmen für eine Firma, für die man wirbt, noch als Kriterium für eine Firma, für die man arbeitet, weil man einfach nie an alle Informationen drankommt. Insofern ist allein die Forderung sozusagen, dass das so laufen sollte, schon mal relativ interessant. Wenn diese Forderung dann von Leuten erhoben wird, die selber eigentlich nicht offenlegen, ob das Auto, mit dem sie fahren, überhaupt ihnen gehört oder sonst irgendwas, oder ob woher, für welche Medien und für welche Organisationen sie eigentlich arbeiten, dann wird das umso affiger. Also ich denke, wer da ohne Fehl ist, werfe den ersten Stein. Was jetzt nicht heißt, dass man also alles tolerieren muss. Klar, wenn ich weiß, dass die Firma, für die ich arbeite, kleine Kinder frisst, dann muss ich halt vielleicht überlegen, ob ich da sozusagen weiter mitmachen kann oder nicht. Aber ja, ich denke, da muss man schon irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Also so wie Johnny gesagt hat, es ist unglaubwürdig, einerseits seine Flickr bei Yahoo zu hosten, seine Bilder bei Flickr zu hosten und andererseits keine Yahoo-Werbung anzunehmen. Also die Leute hypen Upcoming und erzählen, wie toll irgendwie Delicious ist und so weiter. Das sind alles Firmen, die von Yahoo gekauft wurden. Und ja, ich frage mich jetzt nur, wenn Yahoo jetzt wirklich sagt, ja, wir wollen da jetzt sicher gehen, dass alles nach deutschen Gesetzen läuft. Wie das dann weitergeht? Zeigen Sie uns dann irgendwie alle Bookmarks, die das Wort Sex drin haben, nicht? Oder führen Sie irgendwie ein Rating für die gebookmarkten Seiten ein? Oder wie ist es mit der Mail? Also ich meine, es wäre natürlich cool, wenn man keinen Pornospam mehr kriegen würde, aber wenn man dann sozusagen vielleicht auch keine heiße Liebesmail mehr kriegt, weil man Yahoo ja nicht weiß, ob man schon über 18 ist und überhaupt heiße Liebesmails von seiner Freundin lesen darf. Also ja, also wenn Flickr sozusagen die Vorhut davon ist, dass Yahoo jetzt versucht, deutsche Gesetze einzuhalten, von denen sie sich irgendwie einbilden, dass die existieren, weiß ich auch nicht, wie das wird, wenn dann Google und so weiter die Leute nachziehen. Ich sage ja immer, Leute, überlegt mal, was kommt nach Google? Ja? Und dann sagen die Leute, es kommt nichts nach Google. Ja, niemand wird größer als Google. Ja, aber ich sehe aus solchen Zusammenhängen, wie sie jetzt gerade bei Yahoo auftauchen, denke ich, wird es durchaus Geschichten geben, ja, die da eine Rolle spielen. Eine wichtige Sache noch, die beim Barcamp, der Oliver Überholz und ich haben eine zugegebenermaßen nicht so höllisch vorbereitete Session zum Thema Web 3.0 gemacht. Also wohin kann das noch hingehen? Was gibt es da noch für interessante Dinge? Jetzt gerade habe ich eine Message gelesen. Ning, also dieses Social Network Generator, da kann man also hingehen und sein eigenes Social Network aufmachen. Der hat jetzt wiederum etwas angeboten, womit man Applikationen generieren kann, also Anwendungen, die man dann wiederum in Facebook einbauen kann. Facebook ist sozusagen StudiVZ in echt, also das, wo die StudiVZler abgeguckt haben, und man wird sehen, ob die StudiVZler da weiterhin alles nachgebaut kriegen, was die dort machen. Auf jeden Fall, das denke ich, und das kam damals bei dieser Session am letzten Wochenende nicht so richtig zur Sprache. Ich denke in der Tat, dass sozusagen User-Generated Applications, also dass man sozusagen seine Web-Anwendungen selbst bauen kann, dass das ein wesentlicher Aspekt von dem sein wird, was nach Web 2.0 kommt oder wo Web 2.0 sozusagen nun definitiv dann greift. Das heißt, ich kann mir dann sozusagen eine Anwendung, ein Mashup oder sonst irgendwas online zusammenklicken, und zwar ohne Programmierkenntnisse. Ja, Popfly bei Microsoft, damit versuchen sie jetzt irgendwie die ganzen Kids mit den $100 Laptops dann noch zum Programmieren zu kriegen.
Das ist schön und es wird immer Leute geben, die programmieren, aber es muss nicht jeder programmieren können. Wenn jemand versteht, wie solche Zusammenhänge logisch ablaufen, ist das auch schon mal ganz prima. Und ich denke, solche Sachen wie Ruby on Rails und so weiter, also wo eine gewisse Zusammenklickbarkeit von Applikationen gegeben ist und eben sowas wie eben Yahoo Pipes und so weiter, das wird sich noch weiterentwickeln und da werden wir noch einiges zu sehen kriegen. Klick dir deine eigene Anwendung zusammen. So, bevor ich jetzt wie beim letzten Mal meine ganze Platte volllabere, die Laptop-Platte, da ist nämlich nicht mehr so viel Platz. Und deswegen brach das letzte Video so früh ab, sage ich, seid vorsichtig in dem Zoo da draußen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Wochenshow Nummer 8.